Stellung, dass er Platz hat, links und rechts. Vor 14 Tagen hat sich jemand die Stockform gewünscht. Derjenige ist noch nicht da. Aber dann dürft ihr sie machen. Geht ruhig ein bisschen auf, weil Stockform heißt auch ein bisschen. Einfach mal den Stab drehen, vielleicht so in Bauchnabelhöhe. Links rum, rechts rum. Dass wir das Handgelenk ein bisschen locker kriegen, das muss halt wichtig sein. Ja, also fangen wir einfach mal mit Stockform an. Das ist ein bisschen auch Yang-Stil und das ist die Kurzform in dem Sinne, was die Stäbe anbelangt. Also hat nicht mit der Länge zu tun an sich, sondern ein bisschen was von der kurzen Stockform. Es gibt auch ganz lange Stäbe beim Yang-Stil. Ne? Einfach drehen, eine halbe Drehung und dann fangt er den Stab und bremst ihn ab. Greift dann um. Ja. Und dann schauen wir mal vielleicht so zwei, drei Sektionen. Ja, alles werden wir nicht schaffen und machen. Wird dann auch ein bisschen kompliziert, macht dann auch keinen Spaß mehr, wenn man nicht alles gleich schafft. Ja, gut. Stab um die Taille. Ihr zieht bewusst die Bremse. Ne? Also Schlag, bremst in der Taille ab. Da parkt er, da parkt er. Ja, deswegen, sollte er ein bisschen auseinander gehen oder gleich einen Block stellen. Ja, Vorsicht, Scheibe. Also Gardinen sind ja dann auch gut. Ja, aber die sind recht schmal, also du brauchst so ein bisschen ein Stückchen in der Hand. Das wäre schon wichtig. Jawohl, packt er den Stab hinten am Oberarm, schnackt ihn mit der linken Hand und dann Unterhand oder Rückhand. Parken wieder, parken wieder, parken wieder. Da weg, das schaffst du. So parkst du. Genau, dann machst du hier Schnappi. Ist ja noch Rückhand wie beim Tennis. Und tust ihn dann wieder fallen lassen und parkst ihn wieder. Ja? Dahin, dann fallen lassen. Deswegen mach ich das Handgelenk. So wie du es nie gemacht hast, mit Chakos. Mit Chakos, genau. Vorne und das Kinn. Und das Kinn. Genau, am Ende ist es Golftechnik aus dem hinteren Bein. Ne? Denkt ein bisschen an Tai Chi. Aus dem hinteren Bein schickt ihr euren Stab vor. Hinten rein, Mitte finden und aus diesem gewaltigen hinteren Bein schickt ihr den Stab. Und das Kinn. Und das Kinn. Und das Kinn. Ne? Durch. Bienenhammer greift da. Handgelenk kippt, dadurch kommt der Stock wieder hoch. Ne? Also dahin. 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 Und das Kinn. Und das Kinn. Jawohl. Dann einfach mal von oben. Haut den Lukas. Haut da drauf. Hier Stock. Hinteren Bein und dann einfach mal 2, 3, 4 diesen Block. Ne? Den Platz haben wir, also hinten rein und dann vor. Hinten rein, vor. Hinten rein, vor. Ja, aus dem hinteren Bein, ne? Anrichten. Da musst du stehen. Ach so. Du bist ja darüber gewandert.
die Stäbe. Anderes Bein vorne. Block mit links. Schwere machen, jetzt ist er da. Schnappst du mal den Stab. Vorne diese kleine Quirlbewegung. Steckt die Idee dahinter? Ja, hat jemand einen Stab? Mach mal einen Quirl. Ist los, gell? Das ist die Idee. Das ist überhaupt nicht so einfach. Natürlich ist es nicht einfach, aber ihr seid ja nur schon 5 Wochen im Geschäft. Da kann man das durchaus mal machen. Ja? Also, Stock werden wir nachher ein bisschen biegen, vielleicht was brauchen. Ne? Aber im Grunde spielt sich fast alles am Bord ab. Müsst euch noch mal ein bisschen verteilen, aber bleibt vielleicht gleich im Block. Hinten, 4 vorne, ja, so dass das passt. Und im Idealfalle ist natürlich der Vordermann, da stinkt, mindestens Abstand. Ne? Wahrscheinlich werdet ihr euch nachher ein bisschen auseinander dividieren. Und ihr solltet natürlich alle gleich schnell sein, gell, wenn der Schlag kommt. Nicht wenn einer vorne parkt, wird es eng. Gell? Also die Sache hat schon seinen Pep. So, was wir noch brauchen. Ihr habt den Stab hier oben. Einmal über den Kopf und bringt ihn an die andere Seite. Praktisch blockt ihr einen Schlag mit dieser Seite ab und damit das nicht am Oberarm ankommt, habt ihr den Stab da. Das muss über den Kopf passieren. Ja? Also da, Kopf, Kopf, nee, das machen wir es mal so rum. Also vorne, rüber. Das ist aber nichts anderes als eure T-Tassen. Ja? Vorne leitet ein, hinten rum und wieder retour. Das ist nichts anderes als die T-Tasse, die ihr schon kennt. Cheng Man Ching, der kann 3 Sachen und die hat er immer wieder gemacht. Und mit zufällig irgendwas in der Hand. Nein, nicht wirklich, aber im Grunde, wie bei allen Kampfsportarten, ja, entweder ist es immer derselbe Schrei. Ja, dahin. Also, probiert das mal. Ne? So, kleines Geheimnis ist praktisch der Griff. Genau. Nach links rüber, über den Kopf, wenn du rausstellst. Die Hände sind falsch. Ja, die, das kann man jetzt vielleicht nicht sagen, weil man ist ja relativ schnell. Das machst du mal so, ne? Tonne. Da, über dir drüber, anderen Arm. Du musst die Hände. Also musst du hier ein bisschen umgreifen, ne? Ja, aber es wird nicht das Wichtigste sein. Kommt mal einmal vor. So. Ihr könnt ja noch ein bisschen experimentieren. Ne? Ansonsten. Schön. Und hier. Zuck. 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 Ja? Spät! Los!
entweder nochmal sich Zeit lassen, die T-Tasten sozusagen über den Kopf. Rechts, links, links, rechts. Nur und wer kann? Schwierig, vorspiel ich mal. Schau kurz zu. Schauen wir mal, weit man kommt. Standard im Adler. Ne? Normalerweise fühlt man sich dann, wie steht er eigentlich? Einen vor, rechts zurück. Ihr zieht den Stab auf. Vorne wie ein Hammer. Schlag von oben. Greift da unten. Schlag von oben. Da hinten ist noch einer. Stich. Das Bein wieder zurück. Schlag von oben. Dann kommt euer Quirl mit dem Richtungswechsel. Stich. Aufziehen. Power Step. Schlag von oben. Schlag unter das Kinn. Jetzt Schlag an die Schläfe. Das haben wir gerade geübt. Quirl. Sprung. Dahin. Stich. Drehen, Stich. Power Step haben wir geübt. Oben lang. Oben lang. Gerade zurück. Also hier so, schaut, dass er nicht zu sehr den Boden transaliert. Ne? Einmal dahin. Und dann sie freuen sich mal einmal, zweimal, dreimal hin und her. Machen wir aber nicht. Ne? Erstens, weil es ein bisschen länger dauert. Und zweitens bin ich mir auch nicht mehr ganz so sicher. Bis dahin habe ich es geübt. Ich denke, das kriegt ihr jetzt auch hin. Ne? Dieses Ende gibt es schon, aber nicht an der Stelle. Ne? Weil, wenn ihr hier seid, gibt es dann einfach noch einen Wechsel. Ne? Noch einen Wechsel. Boah. So. Und der wird dann aufgelöst darüber. Dann gibt es auch einen Curl. Tritt, nochmal ein Stich, dahin, Tritt, Stich, fallen lassen, ne? Und dann geht das nochmal weiter, ähnlich wie es schon geht. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein bisschen was hinkriegen. Es würde erstmal reichen, weil normalerweise müsste der schon bei den ersten zwei, drei Schlägen aufgeben. Also, ne? Die, dahin. So, der Adler. Ins rechte Bein rein. Ins linke Bein rein, ins rechte zurück. Setzt euch hier hinten rein, aus dem hinteren Bein hebt ihr euren Stab. Vorne Schnappi, Schritt nach vorne, von oben auf den Kopf. Greift vorne um, nochmal. Das ist aber nur ein Fuß heben, das ist nicht nochmal wirklich ein Schritt. Nur einfach nur mal nochmal. Rechts zurück, da ist ein Stich. Ne? Das sieht dann so aus, also da war der Tritt. Normalerweise guckt er nach vorne. Und auch mal gucken, ob er reintrifft. Ne? Also euch kümmert das hinten gar nichts. Ne? Das ist immer das Geile in den ganzen Filmen. Ne? Einfach mal so nach hinten und dann fahren gleich fünf um. Und so ist das auch. Ne? Ihr konzentriert euch nach vorne, ihr blockt.